Hallo, hallo, hier ist Jutta von Funkelkram. Schön, dass du da bist. Dieses Video wird heute ein bisschen anders, als ihr das sonst so gewohnt seid von mir. Zumindest ist der Anfang, weil ich habe was sehr Wichtiges, was ich sagen möchte. Es ist mir also eine Herzensangelegenheit. Diejenigen von euch, die auf Facebook unterwegs sind, die haben das vielleicht mitbekommen, dass ein Mitglied aus meinem Designteam völlig unerwartet verstorben ist. Die Melli, die hat den Kanal Mel's Craft Art, den ihr vielleicht kennt, oder Mel Bella auf Facebook, hatte einen Schlaganfall und ist, ohne dass es irgendwelche Vorzeichen gegeben hat, einfach nicht mehr da. Und das hat uns alle völlig aus der Bahn geschmissen. Und dann habe ich überlegt, so, wie gehe ich denn jetzt damit um? Ich kann doch jetzt nicht einfach zur Tagesordnung übergehen und so machen, als wäre nichts gewesen. Das fühlt sich falsch an. Und deswegen möchte ich dieses Video Melli widmen. Ich möchte mich mit diesem Video von Melli verabschieden. Ich hoffe, dass ich das schaffe, ohne allzu emotional hier in Tränen auszubrechen. Und ich möchte euch ein bisschen was über Melli erzählen. Und danach geht es mit dem Flip-Through los. Wer also sagt, nee, das kann ich nicht gebrauchen, dann spul einfach vor. Ja? Mel ist wirklich ein ganz besonderer Mensch gewesen. Und so völlig irre an dieser ganzen Geschichte, die da passiert ist, ist, dass wir im Designteam am Samstagabend alle noch gechattet haben. Und wir haben uns also auf WhatsApp unterhalten, wir haben ein Projekt am Laufen und wir haben geplant und wir haben rumgealbert und gegenseitig haben sich Tipps gegeben und so. Und das war einfach sehr schön und das war sehr lustig auch. Und am Sonntagmorgen, also Samstagabend, fand diese Unterhaltung statt und am Sonntagmorgen lag Mel im Koma und am Montagabend ist sie gestorben. Sie war 48 Jahre alt und jetzt ist sie einfach nicht mehr da. Und weil sie ja in dieses Projekt so eingebunden war, kommt bei mir halt auch immer wieder dieser Gedanke, ach ja, und dann musst du Mel, weil du musst den anderen ja auch alle, und dann immer so, musst du nicht. Musst du nie wieder. Und das fühlt sich verkehrt an. Ich weiß schon, dass man an dem Tag, an dem man geboren worden ist, eigentlich auch alt genug ist, um zu sterben. Aber 48 ist einfach wirklich, das ist nicht alt. Das ist nicht alt genug, finde ich. Nicht für einen Schlaganfall. Und Mel war so ein starker Mensch und sie hat wirklich ein schwieriges Leben gehabt. Und sie hat es trotzdem geschafft, unglaublich positiv zu bleiben. Sie war so eine großherzige, liebevolle Person. Die hat das geschafft, mit all dem Mist, den ihr passiert ist, nicht bitter zu werden. Und das fand ich also wirklich eine große Leistung. Das fand ich wirklich sensationell. Und ich habe mich so wahnsinnig gerne mit ihr unterhalten, weil sie war so trocken. Ne? Die hatte so ein, also Mel hatte so einen furztrockenen Humor. Die hat mich manchmal echt sowas von zum Lachen gebracht, einfach mit ihrer trockenen Art. Das war so schön. Ich habe mich so, sie war einfach ein ganz prima, toller Mensch. Und es ist so schwierig zu verstehen, dass sie jetzt nicht mehr bei uns ist. Und ich möchte jetzt ein bisschen erzählen, wie sie bei mir im Designteam gelandet ist, weil das einfach eine schöne Geschichte ist. Und ich glaube, dass ganz viele von uns so ein bisschen Mel in sich haben. Und kann in dem Zusammenhang dann auch noch mal sagen, in mein Designteam kann man sich nicht bewerben. Ich kriege immer wieder Mails, wo Leute fragen, wie komme ich denn in dein Designteam? Wo muss ich mich bewerben? Du kannst dich nicht bewerben. In mein Designteam wird man eingeladen. Es wird demnächst noch ein Video geben, wo ich mein Designteam vorstelle und mal genau erkläre, wie das mit diesem Designteam bei Funkelkram funktioniert und warum man sich nicht bewerben kann. Mel war jemand, die hatte ich auf dem Schirm. Ich habe ihre Videos gesehen und ihre Postings und so weiter. Ich hatte angefangen, mich mit ihr so ein bisschen zu unterhalten. Es hat eigentlich damit angefangen, dass sie mich auf Facebook angepinnt hat und mich was gefragt hat. Und ich habe ihr das dann erklärt und dann kamen wir irgendwie so ins Gespräch. Mel war auch so eine Nachteule, die war also immer abends relativ spät noch unterwegs und das bin ich auch. Und dann hatte ich halt auch Zeit, ne, weil dann passiert hier ja nichts mehr. Und dann haben wir angefangen, uns zu unterhalten. Und irgendwann habe ich sie gefragt, magst du nicht in mein Designteam kommen? Und da ist Mel komplett vom Stuhl gekippt und hat so gemeint, wie jetzt dein Designteam? Dafür bin ich doch gar nicht gut genug. Und da musste ich lachen und habe dann gesagt, Schätzelein, die Entscheidung ist ja schon gefallen. Ich habe dich gerade gefragt, ob du in mein Designteam kommen möchtest. Das heißt, natürlich bist du gut genug, sonst würde ich ja nicht fragen. Ja, und dann meinte sie so, ja, aber sie hätte ja noch gar nicht so viele Junk Journals gemacht und hätte gar nicht so viele Erfahrungen und die anderen wären doch viel besser. Wo ich ihr dann mal erklärt habe und gesagt habe, Liebchen, darum geht es nicht. Das geht nicht darum, es geht darum, was du für ein Potenzial hast. Es geht darum, was hast du für ein Talent. Und das, was ich von dir sehe, ist irrsinnig gut. Das bisschen, was du machst, hast du wahnsinnig gut gemacht. Und ich weiß, wenn du die Chance bekommst, dich zu entwickeln und das Material hast und den Rückenwind und wenn dir Leute ein bisschen unter die Arme greifen und so ein bisschen auch zeigen, hier so Technik und so verschiedene Sachen, dann wird das
ganz super gut werden. Du wirst mit 7-Meilen-Stiefeln wirst du genau nach vorne schießen und genauso gut sein wie unsere alten Hasen, die das einfach schon viel länger machen. Du hast das in dir. Das sehe ich einfach mit allem, was du tust. Du kannst das. Ja? Das ist so wie so eine Pflanze, die auf einmal so ein bisschen Dünger bekommt und dann schießt sie wie irre nach oben. Und genau so war das auch. Wenn man sich die ersten Videos anguckt von ihr, die waren von Anfang an, war das, was sie gemacht hat, sehr gut. Ja, Präsentation kann man lernen. Ja, Technik, Videos, wie man das am besten macht, kann man lernen. Auch vor der Kamera zu reden, kann man lernen. Das ist Übungssache. Aber das Basteln, diese Ideen zu haben, dieses Feeling für Farben und für Formen und vor allem diese irrsinnige Präzision, die mir bei ihr aufgefallen ist, mit der sie arbeitet, das hat man oder das hat man nicht. Muss ich wirklich sagen. Man kann sich ganz viele Techniken drauf schaffen. Man kann alles lernen, wenn man das will. Aber es gibt so dieses Quäntchen Talent, das ist noch nicht mal Talent, das ist so eine Besonderheit, Persönlichkeit, die man hat. Das kann man nicht lernen. Jeder Mensch hat eine andere Persönlichkeit und sie hatte eine ganz besondere und ich fand immer, dass man das sieht in den Dingen, die sie tut. Naja, und das habe ich ihr halt gesagt und sie fand das alles irgendwie ganz erstaunlich, weil da hat sie noch nie drüber nachgedacht über all diese Sachen und hat dann nur gemeint, so ja, wenn du das alles in mir siehst, dann mache ich in deinem Team mit und ich werde alles geben, um gut zu sein. Und das war sie. Sie war ein unheimlich tolles Teammitglied. Sie war immer da, sie hat immer sofort sich mit Freuden auf alles draufgestürzt. Sie hatte auch vor nichts Angst. Sie hat einfach gesagt so, keine Ahnung, habe ich noch nie gemacht. Ja, ich probiere es mal aus. Ich kann dir nicht versprechen, dass da was Gutes bei rauskommt, aber gib her, ich mach. Ja? Und sie hat gemacht und es kam natürlich immer was Gutes dabei raus. Weil ich sage immer, es kann gar nichts Schlechtes dabei rauskommen. Es wird dann anders gut, als das bei all den anderen vielleicht ist. Ja? Und es gibt unterschiedliche Erfahrungslevel, aber gut sind die alle. Wie gesagt, sonst wären sie nicht bei mir. Und sie hat das so genossen, da mitzumachen und sie war so voller Eifer. Und deswegen geht mir das so quer runter. Sie hatte gerade angefangen, da hatte sie mich gefragt, ob sie ein Projekt machen kann mit diesem Lebensfreudepapier, weil sie sagt so, sie möchte sich viel mehr darauf konzentrieren, auf diese positiven Dinge. Sie hat zu viel Mist einfach in ihrem Leben gehabt und sie will dem nicht mehr so einen hohen Stellenwert geben, weil sie merkt, wie gut ihr das tut, in diesem Designteam zu sein. Und sie möchte sich auf diese guten Sachen konzentrieren und so ein Lebensfreude-Journal machen, was also so richtig Frühling ist und ja, Wachstum und all diese Dinge beinhaltet. Und habe ich nur gesagt, ja klar, komm, ich schicke dir ein Paket und kriegst du Papier und dann überleg dir was, ne? Mach mal. Und damit hatte sie gerade angefangen. Ja. Und jetzt? Jetzt ist es vorbei. Und das ist irgendwie, verstanden habe ich das immer noch nicht. Und darum, Mel, ist dieses Video für dich, wo auch immer du jetzt bist, du bist in unserem Herzen und du wirst da auch bleiben. Und ich bin einfach total stolz und froh, dich kennengelernt zu haben. Und dass du uns dieses relativ kurze Stück begleitet hast, denn du warst unglaublich wertvoll für unser Team. Und viele Dinge, die du uns beigebracht hast, die wir von dir gelernt haben, die werden ja bei uns bleiben und die werden uns immer wieder an dich erinnern. Aber weil Mel niemals gewollt hätte, dass wir hier eine Heulveranstaltung machen und uns wahnsinnig in Trauer ergießen. Sie hätte gewollt, dass wir ihr Leben feiern. Und genau das werden wir jetzt tun. Und das werden wir mit diesem Junk Journal tun, was eben ein Dankbarkeitsjournal ist und ein Altered Book, was ihr sicher sehr gefallen hätte, mit ganz vielen Sprüchen. Ich habe noch mal ein paar andere afrikanische Sprüche gesammelt, anders als in meinem letzten Journal. Ein paar wiederholen sich. Ubuntu kommt natürlich hier auch drin vor. Und das hätte ihr gefallen. Das hätte sie gemocht. Sie hat ja auch auf ihrer Facebook-Seite gerne solche Weisheiten gepostet. Und dann werden wir uns jetzt dieses Buch anschauen. Dazu, zu diesem Buch, kommt das Armband. Das hatte ich ja in meinem letzten Video an. Das kriegt also der neue Besitzer, die Besitzerin, dazu. Und falls irgendjemand meint, so ein dickes Armband mag ich gar nicht tragen, man kann das ist nur mit dem Gummiband zusammen gemacht hier. Das kann man ganz wunderbar auch auseinandernehmen und die Perlen natürlich anderwertig verwenden, falls das nicht der Geschmack des neuen Besitzers sein sollte. Dazu zu meinem Buch gibt es auch diese beiden Stickerbögen, die es ja bei uns im Shop gibt. Einmal noch ein paar schöne Sprüche und dann eben, um ein Dankbarkeitsjournal so damit zu arbeiten, hat man ja immer dieses einmal, ich bin dankbar für, heute habe ich geschafft. Ja, man sollte viel öfter mal gucken, was man geschafft hat, als das, was man nicht geschafft hat. Die Tada-Liste. Vielen Dank an eine ganz liebe Abonnentin von uns, die uns diese tolle Idee übermittelt hat. Die sagte nämlich, sie hat keine To-Do-Listen, sie hat Tada-Listen. Da schreibt sie dann immer alles auf, was sie so noch machen muss. Und wenn sie das durchgestrichen hat, dann feiert sie das mit einem großen Tada, ich bin einen Schritt weiter.
Und nicht so, oh, eine und jetzt muss ich das andere alles noch machen, sondern yay, das ist abgehakt. Und das finde ich eine ganz tolle Idee. Und heute habe ich mich gefreut, weil, egal wie blöd ein Tag ist, es wird immer eine Kleinigkeit gegeben, die dich gefreut hat. Und das ist vielleicht ganz gut, gerade ganz besonders dann, wenn dein Tag so richtig Mist war und man nur am Schimpfen ist und denkt so, bah, bah, und so, ne, und muss jetzt auch lang und breit erzählen, was dir heute alles quergeschossen ist. Dich dann wirklich hinzusetzen und zu sagen, okay, Strich drunter, jetzt überlege ich bitte mal, was war denn heute schön? Irgendwas Kleines, Schönes wird es gegeben haben, worüber ich mich gefreut habe und wofür bin ich dankbar. Und ich finde es immer besser, mit diesen Gedanken den Tag abzuschließen, als sich ins Bett zu legen und dann immer noch auf diesem Zornigen herumzukauen und sich hin und her zu drehen. Und ja, das tut einem nicht gut. Dafür sind die Sticker da. Und dieses Buch ist jetzt ein Altred-Book. Das habe ich aus einer Telefonzelle, aus einer Büchertelefonzelle mal gezogen und ich fand den Einband so schön. Es war sehr kaputt, sieht man hier noch der Buchrücken, auch innen drin war das ziemlich zerfleddert. Von daher habe ich die Seiten einfach rausgenommen und diesen ollen Buchrücken, den wollte ich erhalten. Und da habe ich einfach mehrere Schichten von unserem Junk Journal Kleber drauf gemacht. Ich sehe gerade, dass hier unten noch so ein Eckchen hochsteht. Da habe ich nicht genug gepinselt. Liegt nicht am Kleber, liegt daran, wenn man eine Ecke vergisst, ne? So, da muss ich nochmal drüber. Das wird also in einwandfreiem Zustand natürlich versendet werden. Aber ich fand halt dieses Muster zu Afrika so passend. Und als ich das Afrika-Papier gesehen habe von Stamperia, habe ich sofort an dieses Buch gedacht und habe gedacht, das musst du nehmen. Das passt sowas von. Ich finde es einfach nur gut. Ich habe natürlich über den Titel hier rüber noch was drüber geklebt. Und hier vorne haben wir dann, ja, ziemlich minimalistisch eigentlich, weil ich finde, ich zoome es mal ran, dass dieses Buch halt so cool ist, dieser Einband, dass man da einfach nur so ein kleines bisschen das noch unterstreichen kann und dass das einfach so für sich wirken sollte. Und da habe ich einfach mehrere Schichten übereinander geklebt. Die habe ich also Jute und dann ein bisschen Karton und ein bisschen buntes Papier, ein schöner Spruch von Stamperia und ein paar Die-Cuts. Und das reicht dann eigentlich auch schon. Ja. Walkthrough, Life with the strength of a lion and the tranquility of a sunset. Das ist auch ein schöner Spruch. Geh durch das Leben mit der Stärke eines Löwens und der Ruhe eines Sonnenuntergangs. Das ist doch mal ein richtig schöner Spruch. Huch, falsche Richtung. So, dann haben wir hier vorne, habe ich wieder mit diesem Verbandmull und mit dem Juteband gearbeitet, damit das so ein bisschen Natur aussieht und habe die Charms da dran gehängt. Und zugemacht ist es einfach mit dem Gummiband. Wenn so ein Buch dann doll gefüllt ist und das so aufsteht, finde ich es immer besser, wenn das ein bisschen zusammengehalten wird. Einfach nur dieses Gummi. Die Technik, also wie man solche Verschlüsse macht, da gibt es ja ein ganzes Video von mir, ne? Verschiedene Junk Journal Verschlüsse, mache ich gerne den Link unten drunter. Und hier ist dann auch nochmal der Löwe und die Giraffe dran als Charm, einfach so als kleine Spielerei. Und das ist ja das Simpelste vom Simpeln. Du siehst, hier ist einfach ein Loch mit einer Öse, habe ich dran gemacht, das Gummi durchgezogen. Und dann wird das ja einfach drüber gezogen, wie man das so ja mit Geschenkband, bei Geschenkpapier auch macht. Ne? Drüber und fertig. Und von hinten hast du dann die Bänder da drüber laufen. Super einfach, super unauffällig und sehr praktisch. Hier drinnen geht es dann los. Vorne haben wir gleich ein kleines Heftchen. Nochmal für ein paar extra Sprüche. Ich habe in dem ganzen Buch eine Menge so Reste einfach untergebracht, die ich noch so über hatte von meinen Afrika-Journals, weil ich dachte, dann hat die Person, die das jetzt bekommt, gleich eine schöne Grundlage, um hier loszulegen. Hier vorne ist noch ein schöner Spruch drauf. When you decide to start your journey, the path will appear. Wenn du dich entscheidest, eine Reise anzutreten, dann wird auch der Pfad vor dir erscheinen. Wege, die du vorher nicht auf dem Schirm gehabt hast und nie gedacht hast, dass du da lang gehst. Wenn du dich entscheidest auf einmal, das ist mein Ziel, dann findest du auch den Weg dahin. Finde ich sehr tiefsinnig. Und das ist natürlich ein Spruch von Stamperia, der ist in diesem Papierset dabei. Ich wurde mal gefragt, warum die immer auf Englisch oder auf Spanisch sind. Ganz einfach, weil die für den internationalen Markt gemacht werden und nicht für jedes Land extra. Und da sehr, sehr viele Menschen auf dieser Welt Englisch oder Spanisch sprechen, haben die halt eben diese beiden Sprachen. Und der Rest muss das dann irgendwie übersetzen. So, es gibt also kein spezielles Stamperia-Papier, was für Deutschland oder für Frankreich oder sowas in der entsprechenden Landessprache produziert wird. Ja, dann haben wir hier die Löwenmama, ne? Die sich hier schön satt trinkt mit ihren Kleinen. Das finde ich ist auch so ein unglaublich liebevolles Bild. Und hier hinten dann die afrikanische Savanne. Und das Papier ist halt mit vielen schönen Farben, halt mit diesen Afrika-Farben gestaltet. Und dann habe ich das hier mit dieser Schere habe ich das dann einfach ein bisschen abgeschnitten, damit es ein bisschen interessanter aussieht. Ich mag immer so, wenn das so fächert, ne? Also hier so diese Übergänge, das finde ich immer total schön. Macht mir immer Spaß. Nobody is like you, that's your power. Niemand ist wie du, das ist deine Kraft. Genau, deine Superkraft ist
oder deine Macht, Power ist ja auch Macht, deine Superkraft ist, du selbst zu sein. Ja, das finde ich einen ganz tollen Spruch. Und dann haben wir hier nochmal Ubuntu. Hatte ich ja in meinem letzten Video schon erklärt und ich habe das hier nochmal mit reingenommen. Für die, die das vielleicht nicht gesehen haben oder schon wieder vergessen, können wir nochmal schauen. Ubuntu nennt man eine afrikanische Lebensphilosophie, die im alltäglichen Leben in Südafrika praktiziert wird. Das Wort, das kommt aus der Bantu-Sprache, von den Zulus und den Xhosas und es bedeutet Menschlichkeit, aber auch Nächstenliebe und Gemeinsinn und es beinhaltet die Erfahrung und das Bewusstsein, dass man Teil eines Ganzen ist. Ubuntu ganz kurz hieß immer I am because we are, ich bin, weil wir sind oder ich bin alle und alle sind ich. Ja, das sind so verschiedene Übersetzungen, die ich eben dafür gefunden habe. Und das fand ich total schön. Wir legen ja immer so viel Wert auf individuelles, so Individualisten zu sein und unabhängig und so. Das ist auch alles schön und gut. Es ändert aber nichts daran, dass wir letztendlich ohne die anderen gar nicht existieren können. Und Menschen, die wirklich vollkommen alleine und unabhängig sind, die haben es verdammt schwer. Es ist also unglaublich wichtig, Teil einer Gemeinschaft zu sein. Aber in einer Gemeinschaft muss man sich halt auch der Allgemeinheit in einem gewissen Rahmen muss man sich anpassen. Ne? Da kann nicht jeder nur ich, das geht nicht. Sondern da muss halt jeder zusehen. Und diese alten Sprüche, die wir in Deutsch haben, in unserer wunderschönen deutschen Sprache, gibt es ja dieses, was du nicht willst, dass man dir tu, das füg auch keinem anderen zu. Der ist mir ein bisschen arg in Vergessenheit geraten. Das geht ja schon auch sehr in Richtung Ubuntu. Ne? Geh mit anderen so um, wie du möchtest, dass sie mit dir umgehen. Respektiere sie. Du möchtest ja auch mit Respekt behandelt werden. Und dann wird das hier alles sehr, sehr viel einfacher. Das geht hier aber noch weiter. Damit wird eine Grundhaltung bezeichnet, die sich auf wechselseitigen Respekt, Anerkennung und Achtung der Menschenwürde und auf das Bestreben nach einer harmonischen und friedlichen Gesellschaft stützt. Es beinhaltet auch den Glauben an ein universelles Band des Teilens, das alle Menschen verbindet. Und da muss man echt mal eine Weile drüber nachdenken, dieses universelle Band des Teilens. Ne? Das ist ja auch weltweit, wie Dinge so ineinander greifen, auch wirtschaftlich und so, ne? Wie wir also alle voneinander abhängig sind und wie viel Einfluss das hat, dass irgendwo ein kleiner Reisbauer sein Feld bestellt und wir dann diesen Reis irgendwann im Supermarkt kaufen. Ja? Wir sind verbunden, das ist uns nur nicht klar. Wir machen uns das nicht bewusst, wie sehr wir miteinander verbunden sind und wie Dinge, die wir hier tun oder die die anderen da tun, wirklich Auswirkungen hat, erstmal auf dich, auf deine Familie, auf deine Stadt, auf dein Umfeld und manchmal auf die ganze Welt. Wir sehen ja immer nur unser kleines Etwas und ich glaube, wir könnten alle mal ein bisschen mehr Ubuntu brauchen und uns mehr Gedanken darüber zu machen, was für einen Effekt das, was wir haben und was wir tun und auch das, was wir sagen, was das für Kreise zieht. Das ist wie so ein Stein, den man ins Wasser schmeißt, der dann lauter solche Ringe macht. Ne? Das ist Ubuntu. Das finde ich sehr, sehr weise und gefällt mir unheimlich gut, diese Philosophie. Gut, hier haben wir nochmal einen Charm. Hier haben wir das kleine Zebra. Finde ich total süß. Und diese Charms sind relativ flach. Ja, das hat sich jetzt vertüttelt. Das Zebra hat sich vertüttelt. So, jetzt. Die sind sehr flach. Das heißt, du kannst die also auch in die Mitte in dein Journal, wenn du da Fäden hast vom Nähen, kann man die auch gut dranhängen. Die stören nicht, weil die nicht so dick sind. Und einfach mit einem Juteband. Und das habe ich übrigens einfach festgetackert. Ne? Das ist immer das Einfachste. Das kann man auch kleben, aber das dauert so lange, bis es trocknet. Also Tacker drauf. Und weil meine Tacker-Dinger nicht silber sind, sondern kupferfarben, habe ich lange gesucht, bis ich die irgendwo gefunden hatte, sind die halt so schön unauffällig. Ja, das sind dann einfach kleine Inchis. Die nennt man Inchis, weil das ein Inch von der Größe ist rundherum. Und die sind ja in diesem Stamperia-Set dabei. Und dann haben wir hier die Elefantenmami mit ihrem Kleinen. Und da steht Unstoppable. Weil ich finde, so Elefanten, ne, die haben schon was Unaufhaltsames, wenn die so gemächlich auch trotzdem, aber so vor sich hinstampfen. Ja, die halten mal auf. Nicht so einfach. Finde ich passend. Schöne Farben, schöne Afrika-Sonnenuntergang-Farben, ein schönes Nashorn. Und hier in die Mitte habe ich dann einfach von den Die-Cuts, von den schönen, die Giraffenmama, die so süß die Nase reibt hier mit ihrem Kleinen. Das finde ich ist auch ein unglaublich liebes Bild. Und hinten steht auch noch ein Spruch drauf. Es passiert dir immer wieder, bis du gelernt hast, was du wissen musst. Das ist so ein Spruch, da habe ich auch eine Weile gebraucht, bis ich das kapiert habe. Aber dann habe ich mal so mein Leben so reflektiert und habe dann festgestellt, das stimmt schon. Ne? Wir machen immer wieder den gleichen Fehler oder wir fallen immer wieder auf die gleichen Menschen rein, bis wir es kapiert haben. Und irgendwann raffst du es dann und sagst, mit mir nicht nochmal. So, dann weiß ich es einfach besser. Dann habe ich das gelernt, was ich lernen sollte und dann geht es weiter. Ja. Weil man ja oft fragt, so, warum passiert das immer mir? Immer mir. Das passiert immer dir, weil du noch nicht gelernt hast, was du lernen sollst. Ja? Man muss die richtigen Schlüsse ziehen. Und das ist manchmal ganz schön schwierig.
May all good things find you and stay with you. Mögen dich alle guten Dinge finden und bei dir bleiben. Das wünsche ich dir ganz arg, dass dich die guten Dinge finden und du sie auch in deinem Leben behalten kannst. Dann haben wir hier noch einen schönen Tag aus dem Papierset. Und hier nochmal, told you so, your intuition. Habe ich doch gleich gesagt, dein Bauchgefühl. Wie oft ist das so, dass man sich nicht auf den Bauch verlässt, weil man wieder mal die Fakten im Gehirn alle durchkaut und hinterher denkt man so, hätte ich mal auf meinen Bauch gehört. Ich mache das eigentlich inzwischen, ich höre die meiste Zeit auf meinen Bauch. Ich gehe erst die ganzen Fakten durch und analysiere das so logisch. Und wenn ich dann zu einem Ergebnis komme, dann mache ich mal die Augen zu und lehne mich zurück und höre mal ganz tief in meinen Bauch, ob das kompatibel ist miteinander. Aber wenn ich mich dann entscheiden muss, dann würde ich eigentlich immer das Bauchgefühl vorziehen. Einfach weil ich persönlich damit immer am besten gefahren bin. Niemand ist so wichtig, dass er nicht freundlich zu anderen sein kann. Da wüsste ich doch den einen oder anderen hohen Herrn, dem ich das gerne mal aufs Kopfkissen stecken würde. Freundlichkeit kostet gar nichts. Warum wird das dann so wenig benutzt, wenn es doch völlig umsonst ist? Ich weiß es nicht. Noch ein bisschen schönes Papier zum Selbstgestalten und nochmal hier die afrikanische Steppe. Und natürlich haben wir am Ende noch den Löwenpapa. Der fehlt ja hier vorne. Ne? Da haben wir ja nur die Mama, die schön trinkt und abgelenkt ist. Und er passt schön auf, dass denen allen nichts passiert. Das finde ich also sehr ausdrucksstark. Gefällt mir unheimlich gut. Wilde Natur, so wie wir sie am liebsten haben. Ne? Und die Zebras, das ist auch süß. Ne? So diese mit ihrem Kleinen, eine liebe kleine Familie. Finde ich also auch ein ganz rührendes Bild. Das ist dieses ganze Afrika-Set. Das ist so lieb gestaltet, das ist so liebevoll. Das fällt also richtig auf, wenn man da so durchgeht und sich diese Bilder anguckt. Das ist so, du sitzt immer nur da und denkst so, oh. Und das gefällt mir also unheimlich gut. Das haben sie ganz toll hinbekommen. Die größte Entscheidung deines Lebens liegt darin, dass du dein Leben ändern kannst, indem du deine Geisteshaltung änderst. Ja, ne, wenn wir dann oft genug denselben Fehler gemacht haben und dazugelernt haben und unsere Einstellung dann mal so ein bisschen anpassen und die Dinge dann plötzlich klappen, ne, weil man dann die Dinge einfach mal anders sieht und beurteilt, dann ändern sich die Dinge oft sehr zum Positiven. Das ist schon schön. Und den habe ich gerade erst gehört, den Spruch, den finde ich auch ganz toll. Die Tür zum Glück geht nur nach innen auf. Ja, so. Sagen Sie mal, ja, wenn ich im Lotto gewinnen würde, dann wäre ich glücklich. Ja, ganz kurz vielleicht, aber wie viele haben ihr Geld dann gleich verjuckst? Oder Menschen, die sind steinreich und bringen sich trotzdem dann einfach um, weil sie nicht klarkommen, haben an allen Erfolg dieser Welt, wenn man mal so auch so an Schauspieler oder an Berühmtheiten denkt, wie viele davon haben ihrem Leben einfach ein Ende gesetzt, obwohl sie alles hatten, alles erreicht haben, aber glücklich waren sie nicht. Ja, und das ist, glaube ich, auch was ganz Wichtiges, dass man das versteht, dass was anderes im Außen dich nicht glücklich machen kann. Du musst mit dir ins Reine kommen und du musst offen sein dafür, glücklich zu sein. Dieses Glück muss man auch zulassen. Wenn man sich die ganze Zeit auf Dinge konzentriert, die Mist sind im Leben und die einem nicht gut tun und die einen ärgern und die einen nerven und sich damit den ganzen Tag beschäftigt, dann ist kein Platz für Glück. Darum haben wir ja Dankbarkeitsjournals, damit wir uns auf diese Dinge konzentrieren und uns wirklich darauf schauen, so was ist denn schön, was passiert denn Gutes in meinem Leben? Und je mehr du dich auf das Gute konzentrierst, umso mehr Gutes kommt dann auch. Kann ich also aus eigener Erfahrung nur immer wieder bestätigen. Als ich irgendwann aufgehört habe, mich mit Mist zu beschäftigen, den ich überhaupt nicht ändern kann, habe ich gar keinen Einfluss drauf, wo ich immer sage, okay, wisst ihr, was der allererste Schritt dazu ist? Der allererste, mach den verdammten Fernseher aus. Letztens hat irgendeiner gesagt, nicht die Unterhaltungsindustrie, sondern die Untenhaltungsindustrie. Ja, wo natürlich muss man wissen, was in der Welt los ist, gerade im Moment. Das ist ja so, es ist einfach wichtig, dass man so ein bisschen das im Auge behält. Wir wollen ja schon auch wissen, was auf uns zukommt. Aber wenn man sich rund um die Uhr nur diese Berichte reinpfeift, das ist ja alles, was man braucht, um depressiv zu werden. Und ändern tut das gar nichts. Ja, also aufmerksam sein und das wahrnehmen und nicht den Kopf in den Sand stecken, natürlich, aber eine kleine Portion, damit ich up to date bin, reicht doch. Und dann beschäftige ich mich mit den guten Sachen und ich konzentriere mich auf das, was hier in meinem Leben Gutes passiert und wo ich selber was Gutes machen kann. Und dann läuft das eigentlich ganz prima. Und deswegen ist man ja nicht blauäugig oder ignorant, gar nicht. Ja? Aber sich den ganzen Tag mit solchen Sachen zu beschäftigen, das hilft kein bisschen weiter. Fenster. Wir haben ein Fenster. Das hat mir großen Spaß gemacht, weil ich diesen Die-Cut oder wie auch immer man das nennen will, aus dem Stemperia-Set ganz dick mit unserem Kleber einbalsamiert habe. Und dann kriegt das ja so eine, das ist ja fast wie so ein Glasfenster, was dann da oben drauf ist. Ne? So eine durchsichtige Schicht.
Und das fühlt sich auch total cool an, weil das so schön glatt ist. Da könnte ich immer so, la, la, weil das so einen Spaß macht. Ne? Da flutscht der Finger so drüber. Und ich bin ja so ein Spielkind. Ich muss ja immer, ich kann auch dann hier so, ne, ich kann dann da immer zu dran rumfummeln. Also so, jetzt hör doch mal auf. So. Warum? Das ist schön. Ja, ich habe dieses Alter, ich bin da nie rausgekommen aus dem Stadium. Wo man immer. Deswegen konnte ich meinen Kindern auch nicht sagen, du musst mit den Augen gucken, sagst du ja dann irgendwann als Mutter, weil sie nicht immer über dran rumfummeln können. Aber ich kann es so gut verstehen. Dass man mal so ganz heimlich mal so Dinge einfach anfassen muss. Greifen heißt ja auch begreifen. Ne? Also durch das Greifen begreift man ja auch. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Prozess. Also zum Streicheln. Wenn ihr mal irgendwelche schönen Bilder habt und sonst nichts vor, dann nehmt mal den Junk Journal Kleber und macht da mal so eine richtig dicke Schicht drauf und lasst das mal trocknen. Und dann seht ihr, dass das so ein richtig, richtig cool wird. Falls es noch irgendwen gibt, der so gestört ist, dass er Papier streichelt und mit seinen Aufklebern schmust. Ich höre schon die Kommentare wieder, ne? Dass sie sagen, ja Jutta, wir sind ja alle so bescheuert, das ist nun mal bei Junk Journal dann so. Der Rest der Welt denkt immer, was ist eigentlich nicht, was stimmt nicht mit euch? Mit uns stimmt alles. Uns kann man nur einfach mit ganz simplen Dingen irrsinnig glücklich machen. Und wenn es nur so eine schöne Schicht auf irgendeinem Stück Papier ist, weil sich's gut anfühlt, ne? Das ist ja das Schöne an diesem Hobby. Und ich muss das jetzt auch mal sagen hier, dafür bin ich eigentlich auch unglaublich dankbar. Ich bin für diese Community und für dich, die du jetzt hier zuguckst und dich gerade wegschmeißt und denkst, ja, sie hat einen herrlichen Knall, aber den habe ich vielleicht auch. Ja, dass ich dafür einfach so dankbar bin, dass wir hier eben so eine Gemeinschaft gefunden haben und Leute, die alle genauso sind, die Müll aufsammeln, die sich Kram aus der Müllkippe holen oder meine Freundin, die zu Besuch kam und mir lauter so, habe ich glaube ich mal erzählt, lauter so Toffifee, diese Dinger, diese Plastikdinger, wo die Toffifees drin sind, die hat die mir mitgebracht und die hat sich so amüsiert, weil sie sagte, du bist der einzige Mensch, der sich freut, wenn man ihm Müll schenkt. Das sind die besten Mischpaletten der Welt. Und sie arbeitet in dem Kindergarten und das Team bei der Teambesprechung, die essen gerne Toffifees. Und deswegen sammelt die dann immer für mich. Und ich finde das total klasse. Immer wenn die kommt, kriege ich die nächste Ladung. Und es gibt nichts Besseres, wenn du mit vielen Farben rummachst, das schön in diese Vertiefungen da rein und mischen und so weiter. Das ist doch sensationell. Ich finde es total gut. Ja. Glück kommt von innen, ne? Mit sowas Einfachem kann man mich total glücklich machen. Weil ich für mich den Weg gefunden habe, dass ich mit sowas einfach gerne arbeite. Okay, jetzt haben wir hier einen Stempel, den es auch nicht bei uns im Sortiment gibt, sondern das ist mein Giraffenstempel und ich dachte, das ist Aquarellpapier, das heißt, da kann man auch schön mit Wasser vielleicht noch arbeiten und so weiter und das ein bisschen hübsch aufbereiten, weil ja, dass die Person, die das Buch bekommt, anregen soll, kreativ zu sein. Nochmal ein hübscher Elefant und nochmal eine Giraffenmama und ein schöner Spruch, verlass dich auf dein Herz, es hat schon geschlagen, bevor du denken konntest. Und das passt so, ne? Das könnte man sich so richtig vorstellen, dass die Mama das dem Kleinen gerade sagt. Dachte, ne? Du musst lernen, auf dein Herz zu hören. Das ist ganz wichtig. Nochmal mein schöner Afrika-Stempel, den es auch nicht bei uns im Shop gibt. Der ist aus meiner Sammlung. Und dann eine schöne Karte. Einfach, glaube ich, nur Papier draufgeklebt, damit man da eben auch noch schreiben und gestalten kann. Wäre perfekt für eine kleine, ne? Heute bin ich dankbar für und dann irgendwas aufzuschreiben. So, Ausdauer ist ein Talisman fürs Leben. Afrikanisches Sprichwort. Da geht es einfach nur ums Hochklappen. So, und dann haben wir hier das Zebra. Ich war gerade kurz abgelenkt, das habt ihr jetzt vielleicht gerade mitbekommen. Es hat geklingelt, ich glaube, das hat man nicht gehört, weil es unten geklingelt hat. Ich musste jetzt nur lauschen, ob jemand an die Tür geht, weil das mit Sicherheit die Post ist. Aber ich höre es trampeln im Treppenhaus, also es ist jemand unterwegs. Musste nur, sonst hätte ich ja mal kurz unterbrechen müssen, weil das sind ja die ganzen Päckchen, ne, die raus müssen. Der holt jetzt die Post ab und das ist ja immer wichtig. Dann nochmal die beiden Zebras und weil die sich auch so schön die Nasen aneinander rubbeln, habe ich das mit so einem Herzchen-Pin da dran gemacht. Kann man das erkennen? Ja, ne, kann man sehen. Weil ich fand, das passte jetzt zu den Zweien. Ja, und hier ist nochmal die süße Giraffe. Und das ist so ein Strukturpapier, das habe ich aus irgendeinem Papierset. Da waren ganz viele so relativ dicke Blätter mit so einer, ja, ich weiß auch nicht, wie so eine ledrige Struktur oben drauf. Aber da kann man auch ganz normal drauf schreiben. Es ist also nicht irgendwie besonders beschichtet oder so. Das ist nur so leicht geprägt. Und halt diese schönen Afrika-Farben, Sand und Sonne und ja, wie man sich das halt so vorstellt, ne, in Afrika. Lieber etwas Falsches rechtzeitig beenden, als das Richtige nie zu beginnen. Auch ein ganz wichtiger Spruch. Ja, wenn man merkt, man ist auf dem Holzweg, dann sollte man einfach abbrechen und sagen, okay, das war nichts.
Next, machen wir was anderes. Ein Schulheft hier, mal eingefärbt in Tee. Das sind diese Rautenhefte. Kennt ihr sicherlich auch alle noch von früher. Und hier haben wir nochmal den Löwen. Viel Platz zum Schreiben und Gestalten. Und hier kleben die Seiten aneinander. Ja, und das ist das, was ich meinte. Ne? Da hatte ich dann nochmal so ein paar Reste. Das sind übrigens diese Inchis, diese kleinen Quadrate, die immer in diesem Stemperia-Papier drin sind. Und die so unglaublich viel Raum für alle möglichen kreativen Gestaltungen bieten. Finde ich total klasse. Und da habe ich gedacht, oh, tue sie einfach mal hier mit rein. Da können sich die neuen Besitzer mit amüsieren. So, und hier habe ich die, das habe ich hier festgepinnt, damit es nicht rumflattert. Das ist einfach eine kleine Karte und da könnte man auch schöne Sprüche drauf machen. Die hält übrigens auch so. Aber ich habe das einfach da dran gepinnt, weil ich da Lust zu hatte. Muss gar nicht sein. Geht auch so zum drunterstecken. Ja, und da könnte man jetzt, hoppla, vielleicht ein Gedicht oder eine kleine Strophe von irgendeinem schönen Lied oder so nacheinander draufschreiben. Was auch immer der neue Besitzer meint, hier verewigen zu wollen in dem Buch. Noch ein bisschen Stemperia. Und das ist ja auch eine schöne Hintergrundseite. Ich stelle mir auch so vor, vielleicht bekommt das ja jemand, der sogar schon mal im Urlaub gewesen ist in Afrika und ein paar schöne Fotos hat, die man hier noch so mit reinfügen könnte. Das wäre ja auch toll. Einfach mal an Magie glauben. Das ist ja so ein Lieblingsspruch von mir, der in ganz vielen von meinen Journals drin ist, weil ich glaube, dass man wirklich an Magie glauben sollte. An magische Dinge. Ich finde, dass ganz oft magische Sachen passieren, die man gar nicht so erklären kann. Und ich finde das schön. Ich möchte gerne an Magie glauben. Träum mal drüber nach. Und dann könnte man hier schön aufschreiben, was man denn eine Liste machen, worüber wir noch mal ein bisschen nachträumen müssen im Leben. Und Träume haben kein Verfallsdatum, ne? Irgendwann kann man das eine oder andere dann vielleicht doch in die Tat umsetzen. Fände ich total gut. Auch Schweigen ist eine Sprache. Das ist auch eine afrikanische Weisheit. Und ich finde, das ist auch ein sehr, sehr tiefsinniger Spruch. Weil oft sagt jemand, der nichts sagt, viel, viel mehr als jemand anderes, der 1000 Worte spricht. So, das Papier ist übrigens so ein bisschen glitzerig, könnt ihr das sehen? Das finde ich total toll, weil das so schimmert. Hat also so ganz, ganz mini, mini, mini klein, hat das so Glitzerelemente drin. Frage ich mich immer, wie haben die das gemacht? Ist total irre. Und kann man aber auch mit einem Gelstift zum Beispiel, kann man super gut auf sowas schreiben. Und auch mit den Distress Oxides, also nicht mit den Distress Ink, funktioniert nicht, aber Distress Oxide mit helleren Farben könnte man hier gut drauf stempeln. Weil die Oxides sich ja wie so eine Farbschicht oben drauf legen. Distress Ink zieht ein ins Papier und wenn es einzieht, dann sieht man natürlich hier nicht mehr viel drauf. Ne? Aber wenn es oben drauf liegt, dann kann man es ganz gut erkennen. So, hier haben wir dann noch ein süßes kleines Löwenbaby und einfach noch ein Zettel, ein Hintergrundpapier. Und da ist der Spruch, der vorne drauf klebt, auch nochmal drauf. Walks through life with the strength of a lion and the tranquility of a sunset. Hatten wir ja schon, ne? Dass man durchs Leben gehen soll mit der Stärke des Löwens und der Ruhe eines Sonnenuntergangs. Und das ist ein Spruch, über den habe ich erstmal laut gelacht und dann habe ich ein bisschen drüber nachgedacht und habe gedacht, da ist so viel Wahres dran. Hüte dich vor dem nackten Mann, der dir Kleider anbietet. Ne? Sprich, hüte dich vor den Menschen, die dir immer Dinge raten, von denen sie überhaupt gar keine Ahnung haben. Und das ist gerade so jemand wie ich, der also ein eigenes Geschäft hat und selbstständig ist. Da kommen immer Leute, die immer so super tolle Tipps für einen haben. Ja, das musst du so und so machen. Wenn du die dann fragst, stellst du aber fest, die haben weder ein eigenes Geschäft, noch waren die jemals in ihrem Leben selbstständig. Die können sie überhaupt nicht beurteilen. Ja? Woher willst denn du das wissen? So sind sie immer so neunmal klug. Und das ist eben was, wenn dir Menschen gute Ratschläge geben, nimm die Ratschläge nur von jemandem an, der das macht, was du machst. Oder der das durchmacht, was du machst. Der also wirklich, wirklich diese Erfahrung auch hat. Ne? Weil die anderen, die so theoretisch schlau daher schwätzen, die wissen aber gar nicht, worum es geht. Also Vorsicht, wenn dir ein nackter Mann, ne, Kleidung anbietet. Ganz vorsichtig. Es ist, finde ich, symbolisch, finde ich das sehr, sehr schön, diesen Spruch. Ja, hier habe ich dann auch noch mal ein richtiges Schnipselheft reingemacht, weil das ja zur Gestaltung dieses Journals beitragen soll. Da sind noch ganz viele Sprüche drin und ganz viele solche Inchis und ganz viel Kram, einfach um dieses Journal noch so ein bisschen aufzubereiten. So, auch hier vorne Fokus, ne? Konzentration, fokussier dich. Und das ist auch von einem Sprücheblatt. Und das ist kein Sprücheblatt, was es bei uns im Shop gibt, sondern das ist so meine Blätter, so drucke ich mir das immer aus. Ich habe also auch viel einfach nur so Wörter und so, die ich benutze und dann so in Journals reinklebe. Und das habe ich dann, was ich so übrig hatte, hier einfach noch alles mit reingesteckt, damit man hier schön basteln kann. Jetzt haben wir es ja auch schon fast geschafft.
sind wir schon am Ende angekommen. Da haben wir noch die süße Giraffe. Ich habe in dieses Buch relativ wenige Die-Cuts mit reingemacht, weil die doch so dick sind und also sehr viel Volumen bringen. Und das ist ja nun doch ein recht kleines Buch. Und auch von der Größe sind die mehr so für DIN A5. Also wenn du Die-Cuts von Stamperia haben möchtest und in dein Buch einarbeiten, musst du schon schauen, dass dein Buch die entsprechende Größe hat, weil die oft auf die Seiten gar nicht besonders gut drauf passen, wenn das so klein ist. Ne? Dieses Altered Book ist ja, das ist ein bisschen kleiner als DIN A5 und größer als DIN A6. Ich muss mal gerade gucken, habe ich hier eine Karte, eine Postkarte. So, das wäre DIN A6, ja. So, ne, also Postkartengröße. Es ist schon etwas größer, aber es ist halt wirklich noch auch ein Stück kleiner als eine normale DIN A5-Seite. Und da sollte man, wenn man Die-Cuts, ich finde die Die-Cuts wunderschön, aber da muss man schon schauen, dass das Buch auch die richtige Größe dafür hat. Sonst passt das nicht so gut. Hier habe ich dann mal von beiden Seiten, hatte ich noch von diesen schönen runden Die-Cuts zwei Stück und habe ich die einfach mal von beiden Seiten draufgeklebt. Auch wieder einbalsamiert, damit es schön glänzt, einfach weil ich da gerade auf dem Trip war. Und wenn ich dann da mal so dabei bin, dann mache ich immer ganz viel von diesen Sachen. Und ich habe es dann rundherum noch mit Gilding Wax einbalsamiert, weil ich irgendwie das passend fand. So, und hier sind dann nochmal Text zum Selbstgestalten und nochmal eine Liste. Heute habe ich mich gefreut, weil... Und hier hinten habe ich dann, ich bin dankbar für. Es gibt ja auch diese Aufkleber noch dazu, aber das wäre zum Beispiel ein Weg, wie man das gestalten könnte und solche Blätter dann hier einfach einfügen oder man klebt es direkt auf die Seiten und schreibt, wie auch immer. Gibt es ja viele verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. Und am Ende mein Lieblingsspruch, am Ende wird alles gut und wenn es nicht gut ist, ist es noch nicht zu Ende. Ich glaube, dieses hier ist ganz gut geworden und darum ist das Video jetzt zu Ende. Es war ja lang und zwar auch viel. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Und ja, schreibt mir gerne einen Kommentar drunter, wenn ihr irgendwelche Gedanken noch habt, irgendwelche Dinge, die euch aufgefallen sind, die euch bewegen, teilt es gerne mit uns allen. Das ist immer schön. Ich lese diese Kommentare so, so gerne. Wenn ihr noch mehr Afrika-Geschichten habt, freue ich mich auch, wenn ich da noch was zu hören bekomme. Wenn dir das gefallen hat, dann hinterlass mir gerne ein Like. Das hilft mir mit meinem Kanal. Und jetzt würde ich sagen, ran an eure Basteltische, lasst es euch gut gehen, seid nett zu euren Mitmenschen, versuchen wir alle ein bisschen Ubuntu, dann wird diese Welt ein bisschen schöner für uns alle und dann würde ich sagen, bleib gesund und kreativ und bastel dich glücklich. Bis zum nächsten Mal. Ciao.